Gut, der Titel des heutigen Vortrags ist Next Generation Apps und warum möchte ich darüber sprechen? Weil mir das Thema sehr am Herzen liegt. Und zwar bin ich vor 4 Jahren dazu gekommen mit dem Doktorat an der Universität St. Gallen, dass ich mich mit Apps und Mobile Business beschäftigt habe und insbesondere damit, wie kann man das ins Unternehmen reinbringen, was sind die Hindernisse, wenn man das ins Unternehmen bringen möchte. Und wie sieht es mit der Organisationskultur aus, wenn man gewisse Prozesse nun mobil verfügbar macht? Gut, und dann bin ich letztes Jahr fertig geworden mit der Promotion und habe mir ein Unternehmen gesucht, das sich mit dem Thema beschäftigt und bin dann bei Nemix fündig geworden. Nemix ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen, hat aber auch Büros in Zürich und in München und Frankfurt und Hamburg. Und wir beschäftigen uns unter anderem auch mit dem Thema Mobile und Mobile Business Solutions. Und was mich damals an Nemix besonders fasziniert hat und was auch wirklich so gelebt wird, ist der Ansatz, wie Apps entwickelt werden. Also wir sind immer in einem interdisziplinären Team, wir haben immer den Management-Part dabei, wir haben aber auch Designer dabei, haben Interaction-Designer dabei und auch Programmierer. Das heißt, wir haben immer das volle Spektrum und arbeiten eigentlich von der Idee über die Strategie bis zur Implementierung, Konzept, Betrieb und Analytics komplett durch und wir dienen dabei auch ein ganz, ganz breites Spektrum an verschiedenen Branchen und das ist auch der Grund, warum wir uns als Nemix mit, sag ich jetzt mal, sehr zukunftsträchtigen Themen beschäftigen, mit Innovation im Bereich Mobile und das auch wirklich ausprobieren. Das heißt, wir haben eigentlich die Philosophie, dass wir die Technologie, die vielleicht erst in einem Jahr oder in 2 Jahren auch für unsere Kunden wirklich relevant wird, bereits heute bei uns intern in Showcases einsetzen beziehungsweise auch die ersten Anwendungen programmieren. Es gibt auch sowas wie das Nemix Lab, wo alle Mitarbeiter für 2 Tage pro Jahr freigestellt werden und einfach was auch immer programmieren können. Und dieses Jahr haben wir uns zum Beispiel mit dem Thema iBeacons beschäftigt, über das ich dann jetzt später auch sprechen werde. Vielleicht generell, welche Themen werde ich heute ansprechen? Welche Themen sind genau bei Nemix im Moment aktuell? Wir beschäftigen uns mit iBeacons, aber auch mit Google Glass und Android Wear und auch mit Oculus Rift. Das heißt, das sind 3 Technologien, die wir gerade direkt bei uns im Haus vor Ort haben und wo wir damit die ersten Anwendungen programmieren, um auch die Technologie kennenzulernen. Okay. Ah, gut, also anscheinend kommt das Bild dann auch gleich vorbei. Genau, und wir programmieren bereits heute intern erste Anwendungen damit, um dann auch unsere Kunden in Zukunft beraten zu können und auch wirklich zu wissen, wovon wir sprechen. Also wir kriegen unsere Informationen nicht nur trocken über irgendwelche Fachbeiträge und über Bücher, sondern wir machen das auch hands-on. Und solche Beispiele werde ich heute zeigen. Anfangen möchte ich mit dem Thema iBeacons. Also werden jetzt schon ein paar Slides gekommen, aber ich hoffe, meine Worte ersetzen die. Thema iBeacons, was ist ein iBeacon? Also ich habe jetzt einen zum Beispiel eingesteckt. Ein iBeacon ist eigentlich nichts anderes als eine kleine, also im Regelfall eine kleine Plastikschachtel mit Batterien drinnen und einem Bluetooth-Sender. Das heißt, das ist eigentlich eine ganz triviale Technologie, die es bereits seit Jahren gibt. So ein iBeacon läuft mit einer normalen Batterie ungefähr für 2 Jahre. Was macht der iBeacon? Der sendet eigentlich kontinuierlich per Bluetooth, ich bin hier, das ist meine Nummer. Also jeder iBeacon hat sowas wie einen Unique Identifier, also es ist klar, welcher iBeacon sendet hier dieses Signal. Man kann sich das auch wie ein Leuchtturm vorstellen. Und das Praktische an den Dingen ist, man kann die überall montieren. Also man könnte jetzt zum Beispiel, es wird gut, wenn dann der nächste Slide kommt, man könnte jetzt zum Beispiel in einem Empfangsbereich verstecken, hinterm Tresen oder in einem Showroom oder wie wir es vorher gehört haben, in einem Museum und damit praktisch dort lokal dieses Signal, ich bin hier, aussenden. Ja. Gut. Also da ist irgendwie mein Desktop weg.
Genau, aber eigentlich müsste das jetzt gar nicht so ein iBeacon sein, wie man kaufen kann. Es könnte auch jedes andere Gerät mit einem Bluetooth-Sender sein. Es könnte beispielsweise auch ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer sein, der Bluetooth drin hat, der auch dieses iBeacon-Signal aussenden kann. Und das macht diese Technologie eigentlich so spannend, dass die hardwaremäßig bereits überall verbaut ist. Das heißt, praktisch jedes Smartphone und jedes Tablet hat diese Technologie bereits an Bord. Und das wurde jetzt besonders durch die neuen Betriebssystem-Updates bei Android und iOS auch wirklich nutzbar, sodass das Betriebssystem auch diese iBeacon-Signale empfangen kann und dadurch Apps starten kann, die nicht gestartet sind. Das heißt, wenn ich mit meinem Smartphone jetzt zum Beispiel beim Supermarkt reinmarschiere und ich habe die App von diesem Supermarkt installiert und mein Smartphone empfängt das iBeacon-Signal von dem Supermarkt, dann könnte die App von dem Supermarkt gestartet werden und eine Aktion auslösen. Die Aktion könnte eine ganz einfache Hello-Message sein, könnte aber auch noch was viel umfangreicheres sein, zum Beispiel. Zum Beispiel eine Aktion auslösen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich. Ich habe hier einige Beispiele vorbereitet, die man bereits heute umsetzen könnte. Ja, super. Kommt's. Also, ja, also. Das wären eigentlich die Slides zu den Worten davor. Ja. Wissen wir schon alles, deswegen schnell durch. Ja, so sieht es bei Dynamics aus. Wir powern auch mit Papier und mit Pappe. Haben einige Kunden, unter anderem die UBS. So, and now, so hier. Hier sehen wir jetzt, normal machen wir das in kleineren Rahmen, also dass man auch die Technologie wirklich angreifen kann. Wir haben diese Walk-in-Labs, wo wir auch der Öffentlichkeit wirklich hands-on die drei Technologien, die ich jetzt heute beschreiben werde, auch wirklich in die Hand drücken. Also normalerweise kann man Google Glass auch bei uns ausprobieren und auch iBeacons und Oculus Rift. So, aber jetzt waren wir bei iBeacons stehen geblieben und das war eigentlich das Beispiel, wo ich jetzt darauf zu sprechen kommen wollte. Nehmen wir an, man ist beim Autohändler und da ist jetzt irgendwo in dem Auto hier so ein iBeacon drin versteckt. Der kann unter der Motorhaube sein, kann auch irgendwie im Reifen drin stecken. Und man läuft jetzt mit seinem Smartphone oder Tablet vorbei. Das Tablet empfängt dieses iBeacon-Signal und löst dadurch eine Nachricht aus. Hallo, Herr Meier, möchten Sie den Konfigurator für das Fahrzeug öffnen? Man kommt direkt auf den Konfigurator für dieses Fahrzeug. Also das wäre beispielsweise eine Möglichkeit, wie man iBeacons einsetzen könnte. Oder man könnte auch beim hiesigen Autohändler durchlaufen mit dem Tablet und es wird automatisch, je nachdem, vor welchem Auto man steht, die entsprechende Information angezeigt. Hier, das wäre ein Beispiel für eine Bank. Also man hat einen Termin abgemacht bei einer Bank, kommt rein, bekommt als erstes gerade eine Message. Hallo Herr Meier, willkommen zu Ihrem Termin bei der Acme Bank. Ihr Termin findet in Raum 8 statt. So. Für die aufmerksamen Zuhörer, wo kommt diese Information mit diesem Raum 8 her? iBeacon ist ja eigentlich total trivial. Da kommt ja nur, ich bin dieser iBeacon und das löst, startet eine App. So. Jetzt könnte diese App aber natürlich auch mit dem Internet kommunizieren und sich Informationen aus dem Internet ziehen. Zum Beispiel, warum ist denn dieser Kunde jetzt in dem Moment in der Filiale? Hat der einen Termin? Ah, der ist ja im Raum 8 und er hat den Termin bei dem und dem Berater. Und jetzt könnte man zum Beispiel bei diesem Berater auch direkt das entsprechende Profil auf dem Tablet triggern. Allein dadurch, dass der Kunde reinläuft bei der Tür, wird er begrüßt, bekommt die Informationen, die er braucht und der Berater oder auch der Welcome Desk erhält das CRM-Profil, vielleicht die Einkaufshistorie, was auch immer von diesem Kunden direkt auf dem Display. Dass das nicht so eine Zukunftsmusik ist, wie es vielleicht tönt, das sieht man an Beispielen, die bereits existieren. Zum Beispiel hat die Baseball Major League in den USA bereits begonnen, flächendeckend in allen Stadien, in allen 20 Stadien, iBeacon-Technologie auszurollen. Das heißt, es ist bereits verbaut. Mit der nächsten Saison in Amerika, in der Baseball Liga, wird das auch bereits verwendet. Und die Baseball Liga verwendet das vor allem dazu, dass sie zum Beispiel Coupons genau zielgerichtet in den richtigen Sektor pushen können. Nehmen wir an, dass hier in diesem Sektor der Hotdog-Stand zu wenig verkauft hat und wir sind gerade in der letzten Pause, dann könnte man hergehen und genau diesen Personen in diesem Sektor einen Coupon zuschicken, dass sie doch günstiger einen Hotdog bekommen.
So, jetzt habe ich Ihnen noch einen kleinen Einblick mitgebracht, wie es bei uns bei Namics aussieht, wenn wir uns mit solchen Technologien beschäftigen, wie mit iBeacons. Das ist jetzt ein Video, das ist hands-on abgefilmt mit Google Glass. Ups. Und zeigt so ein bisschen, wie machen wir das. Also wir programmieren zum Beispiel für iBeacons mal eine kleine Anwendung. Das hier wäre jetzt eine Anwendung, wo man seinen Namen eingibt und dann noch seine Lieblingskaffeesorte und kann dann sehen, wie sich die Entfernung zum iBeacon-Signal ändert. Also man bekommt so ein bisschen Gefühl, wie funktioniert die Technologie. Was das Interessante jetzt ist, ist, dass auch auf dem Tablet, das man hier auf dem Tisch stehen sieht, auch die Position von allen Smartphones mit dieser App dargestellt wird und die entsprechende Lieblingskaffeesorte. Das heißt, man könnte das jetzt mit dem CRM verbinden und man sieht, okay, der Kunde kommt rein, der möchte diesen und diesen Kaffee am liebsten haben, ich biete ihm noch gleich den Kaffee an, weil ich alle CRM-Informationen direkt damit verbunden habe und ihm auch direkt den entsprechenden Kaffee servieren kann. Also man sieht wirklich die Position des Kunden in der Filiale und bekommt dann auch den entsprechenden Kaffee direkt vor die Nase geknallt. So. Kurz zusammengefasst, worum geht es bei iBeacons im Endeffekt? Also das Schöne daran ist, man kann wirklich zielgerichtet einen Trichter aufmachen, man kann noch genauer Personen ansprechen und man kann sehr schön auch Informationen wie CRM-Profile rein vernetzen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, was wir gerade intern bei uns behandeln, das ist Google Glass. Google Glass kennen die meisten wahrscheinlich schon, deswegen gehe ich jetzt hier ein bisschen schneller durch. Die Idee von Google Glass ist eigentlich das hier. Man möchte mehr oder weniger ein Smartphone in der Brille integrieren. Bei Google hat es auch mehrere Prototyping-Zyklen benötigt, um auf ein vernünftiges Maß zu kommen. Also man sieht das hier, so sieht es heutzutage aus. Und das ist eine schon eine recht beeindruckende Hardware. Also man hat die Steuerung über einen touchsensitiven Rahmen, man kann das hier steuern, man hat eine Kamera vorn drin und ein Bild. Ja? Und das ist eigentlich schon recht beeindruckend, wenn man das in der Hand hat und ausprobieren kann. Also wirklich eine tolle Hardware-Sache. Aber was noch viel interessanter ist eigentlich, ist das Betriebssystem, das darauf läuft. Das ist nämlich eine ganz, ganz neue Art der Interaktion hat. Also man muss sich das so vorstellen, auf Google Glass hat man wirklich nur ein ganz kleines Display und ist sehr beschränkt in der Bedienung. Also es ist nicht, dass man eine Maus hätte oder ein großes Display wie beim Tablet, wo man drauf touchen kann, sondern man muss das wirklich per Voice und über ganz wenige Gesten, die funktionieren, steuern. Und deswegen gibt es hier ein neues Bediensystem, das auf sogenannten Cards basiert. Also man sieht immer Cards, die können Text, HTML, Image oder auch Video sein. Und die werden sehr intelligent mit Inhalt befüllt. Also ich habe jetzt hier kurz mal abgefilmt, wie das jetzt auf der für mich konfigurierten Google Glass aussieht, wenn ich da jetzt durchswipe. Also man bekommt immer so Karten, die wirklich sehr prägnant aktuelle Informationen darstellen und Informationen, die für mich relevant sind. Also Google Glass weiß zum Beispiel, wo ist mein nächster Termin, zeigt mir die entsprechenden Directions an dann auch. Oder auch die letzten E-Mails, die ich empfangen habe, auch die Sportnachrichten natürlich, interessiert mich immer besonders. Und ganz spannend ist auch, man hat eine Videofunktion. Also man bekommt jetzt zum Beispiel die aktuellen Nachrichten, klickt drauf und sieht dann den entsprechenden Videoclip von der Nachricht. So. Auch ganz spannend ist die Voice-Steuerung, also was man mit Voice machen kann. Besonders cool finde ich immer diese Tutorials, zum Beispiel hier, Show me how to cook sushi, öffnet dann automatisch gerade ein Video, wo gezeigt wird, wie man Sushi macht. Also das fand ich immer besonders praktisch, wenn man jetzt Google Glass demonstriert, dass man eigentlich praktisch jedes How-To per Voice abfragen kann und dann auch direkt so ein Ergebnis bekommt. So, was machen wir bei Namics mit Google Glass? Wir haben zum Beispiel eine App programmiert, die Nespresso-Informationen zeigt. Also man sieht hier eine Kapsel, eine Nespresso-Kapsel, die wird von Google Glass erkannt und es wird die entsprechende Information zu dieser Nespresso-Kapsel direkt in Google Glass angezeigt. So, warum beschäftigen wir uns mit Google Glass Dynamics? Uns geht es vor allem um dieses Betriebssystem. Also wir glauben nicht, dass Google Glass im Massenmarkt so schnell kommen wird. Also man sieht es auch hier an der Akzeptanz. Beim Benutzer ist es nicht so akzeptiert, wie man sich das eigentlich erhoffen würde. 12% nur könnten Sie sich vorstellen mit einer
digitalen Brille rumzulaufen. Aber wenn man jetzt das vergleicht mit einer Armbanduhr, Smartwatch, sind wir bei 28%. Das heißt, da sind wir in der Gegend, wo man auch damit rechnen kann, dass da bald der Durchbruch kommt. Und Google hat das auch mit dem Android Wear bereits schon ausgelöst. Also Android Wear ist eigentlich ein Betriebssystem, wo die ganzen Learnings von Google Glass auf ein Smartwatch-Format hinfließen. Und das Spannende ist, dass wirklich hier die Information auch wieder in diesem Kartensystem sehr, sehr prägnant und sehr intelligent dargestellt wird. Und wenn man hier so die Demos sieht, wie das dann aussehen wird, ab August soll dann die Moto 360, auch so eine runde, schöne Uhr, im Handel erscheinen, dann kann man sich das schon ganz gut vorstellen, dass das praktisch ist, dass das gut funktioniert. Aber wir sind ja natürlich bei diesen Apps, wie sie dann für Google Wear existieren werden, auf einer ganz anderen Ebene, als wir es jetzt sind mit Smartphones. Also hier haben wir ganz andere Interaction-Patterns und müssen Informationen ganz anders und vor allem viel intelligenter darstellen, als wir das bis jetzt tun. Und das ist auch, warum wir uns so ausführlich mit Google Glass beschäftigen, damit wir auch bereits jetzt ein Gefühl dafür bekommen, wie kann man Informationen wirklich intelligent und auf den Punkt genau darstellen. So, ein drittes Thema, wo ich jetzt ganz schnell durchlaufen werde, ist Oculus Rift. Das ist so die dritte Technologie, die wir am Radar haben, wo wir uns intern damit beschäftigen und wo wir auch Apps dazu entwickeln. Oculus Rift haben vielleicht viele auch deswegen gehört, weil es kürzlich von Facebook gekauft wurde, beziehungsweise gekauft wird. Das ist noch rechtlich so ein bisschen eine Sache, aber auf jeden Fall für kolportierte 2 Milliarden Dollar. Und was ist eigentlich Oculus Rift? Oculus Rift ist, wer den Film Matrix kennt, eigentlich genau das. Es ist eine virtuelle Realitätsbrille, die auch tatsächlich funktioniert. Warum funktioniert die? Das geht eigentlich zurück auf den Palmer Luckey, der ja ein Student ist, der sich extremst mit diesem Thema beschäftigt hat und der auch die größte Sammlung an Head-Mounted Displays, nennt man das eigentlich, besitzt und sich immer gefragt hat, warum funktioniert das nicht so? Warum können wir das nicht so wie in den Filmen? Und das Problem ist eigentlich, dass diese Head-Mounted Displays bis dato eigentlich wirklich nur Displays waren, die man vor der Brille hatte. Also das war nicht virtuelle Realität, das war einfach ein Bildschirm sehr nah dran. Ja. Und er hat sich dazu Gedanken gemacht und ist dann mit einem neuen Konzept gekommen, wo er auch ein Kickstarter-Projekt dazu gestartet hat, das mehr oder weniger eingerannt wurde. Also er wollte 250.000 Dollar haben, hat 2,5 Millionen bekommen und hat innerhalb von kürzester Zeit dieses Konzept Oculus Rift umgesetzt, was dann von außen so ausgesehen hat. Nicht so spannend. Viel spannender ist, wie das von innen aussieht. Man hat hier sowas wie Linsen. Und diese Linsen projizieren das Bild direkt aufs Auge. Das heißt, man sieht keinen Rahmen mehr. Das ist wirklich, der Bildschirm ist im Auge drinnen. Also man kann nicht wegschauen. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Brille auch die Bewegung abnimmt und die virtuelle Realität entsprechend anpasst. Das heißt, wenn man wegschauen möchte, dreht sich einfach die virtuelle Realität mit. Beispielsweise, man hat ein Spiel, wo man auf einer Achterbahn oben sitzt, man kann sich umsehen mit der Brille und dementsprechend passt sich das auch richtig an. Also man ist wirklich in dieser 3D-Welt drinnen und kann dann auch sich umsehen. Von außen sieht es dann so aus, relativ lustig, wird aber bald besser aussehen. Das ist der aktuelle Developer-Kit, den es in der Pre-Version gibt. Das ist der nächste, der jetzt im Juni kommt. Und ab Ende des Jahres ist angepeilt, diese Version marktreif zu bringen, die dann für 99 Dollar auf den Markt kommt und voraussichtlich auch den Spielemarkt revolutionieren wird. Warum ist es für uns eine interessante Technologie? Also NetMix ist ja eigentlich auf Businesskunden fokussiert, aber dennoch sehen wir da einiges an Potenzial, um dafür Applikationen umzusetzen. Ein Beispiel wäre hier das nächste. Man ist beim Architekten und man hat ein Haus geplant bekommen, ein 3D-Modell und möchte das jetzt auch präsentiert bekommen vom Architekten. Mit dieser Brille ist das wirklich schön. Man kann durch das Haus laufen, man kann sich umsehen. Also es ist wirklich ein ganz natürliches Gefühl, in diesem Haus drinnen zu stehen und sich zu bewegen. Also bei unseren Demos, wo wir das herzeigen, ist das immer so ein richtiger Wow-Effekt bei allen unseren Kunden. Ein anderes Beispiel, jetzt immer wieder im Autohaus wäre, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, den Innenraum von seinem Auto zu gestalten. Man könnte sich jetzt mit seinem Berater in das Auto hineinsetzen. Der Autoverkäufer, der Berater, sitzt am Beifahrersitz, hat auf dem Tablet den Konfigurator für den Innenraum geöffnet, wo die verschiedenen Farben sind. Und der Kunde sitzt hinterm Lenkrad
hat die Brille auf und bekommt direkt, also hat die Haptik, er sitzt ja drin, er kann es auch angreifen, aber bekommt direkt die entsprechende Konfiguration, das entsprechende Farbschema, vielleicht Automatik, Multimediasystem direkt in die Brille als virtuelle Realität hineinprojiziert und kann sich auch in dem Auto umschauen. Also es ist wirklich das Gefühl, als würde man in diesem Auto sitzen. Gibt dem Autohändler die Möglichkeit, anstatt dass er vielleicht 10 oder 20 Autos ausstellen müsste, um alle Innenraumeinstellungen zu präsentieren, ein Auto auszustellen und dann auch über diese Brille entsprechend den Innenraum darzustellen. Zusammenfassend, wie schätzen wir den Business-Nutzen ein von den Technologien, die wir jetzt kurz besprochen haben? Bei iBeacons, da sehen wir wirklich eine sehr hohe Relevanz und da wird es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern, bis auch in Europa die ersten Beispiele kommen. Das ist ein Thema, das sollte man wirklich auf dem Radar behalten. Auch Smartwatches, Thema Android Wear ist ein Thema, das natürlich jetzt noch nicht so präsent ist, aber wahrscheinlich nächstes Jahr schneller kommen dürfte, als man erwartet. Also von den Reaktionen, die wir jetzt von Google Glass bekommen, wie das mit dem Betriebssystem ist, wie intelligent das ist, ist das wirklich ein Thema, das sehr, sehr schnell kommen dürfte. Google Glass sehen wir im Konsumentenbereich jetzt noch nicht so präsent. Das ist vor allem ein gesellschaftliches Problem. Die Technik ist soweit, aber gesellschaftlich ist das noch ein bisschen ein Problem. Wo das allerdings sehr schnell relevant werden dürfte, ist im Bereich Wartung, wo man irgendwo vor Ort hingeht als Mechaniker und das reparieren muss, weil man diesen First-Person-View und diesen Video-Call machen kann. Also man hat das vorher in den Videos gesehen von den iBeacons. Man könnte jetzt zum Beispiel als Mechaniker Unterstützung anfordern vor Ort und der Ingenieur, der dann vielleicht irgendwo anders sitzt, könnte dann im selben Moment sagen, pass auf, du greifst jetzt zum falschen Draht, weil er sieht ja aus der ersten Perspektive genau das, was auch derjenige, der die Google Glass trägt, sieht. Also im industriellen Bereich sehen wir das eigentlich schneller kommen, im Konsumentenbereich vielleicht noch ein bisschen mit Vorsicht. Bei Oculus Rift, wenn wir Aussagen beobachten, da gibt es sicher ein paar Nischenthemen, die interessant werden dürften, Beispiel Architektur, Beispiel Autokonfigurator. Wo das wahrscheinlich möglichst schnell einschlagen wird, ist im Gaming-Bereich. So, und damit wären wir auch schon am Ende von der Präsentation und ich würde mich über spannende Fragen sehr freuen. Dankeschön.